Joshua Kimmich muss nach der Pokalblamage der Bayern in Saarbrücken einiges über sich ergehen lassen. Nach dem Last-Minute-K.O. will der Bayern-Star so schnell es geht weg. Doch erst hängt er im Saarbrückener Verkehr fest, dann erkennen ihn auch noch die Fans des Drittligisten. Und die nutzen die Gunst der Stunde, um ihre Freude über den Sensationssieg nochmal richtig zum Ausdruck zu bringen. Es ist wohl das i-Tüpfelchen auf eine völlig verkorkste Woche für den 28-Jährigen. Erst die frühe rote Karte gegen Darmstadt, dann das Pokal aus und den Kracher gegen den BVB verpasst er jetzt auch noch gesperrt. Was Kimmich von der ganzen Situation hält, kann man wunderbar in seinem Gesicht ablesen. Gar nichts. Auf Wiedersehen!